Vom Z21 seid ihr mit einem hier zweipoligen Stecker, wobei da zwei rübergehen zur Stromverbindung. Das heißt, damit bekommen den Gleise den Strom. Also ihr habt da zwei geben den Gleisen den Strom und die anderen zwei gehen dann daher zum Decoder und machen diesen Viererstecker. Ich habe jetzt da einfach das einmal auf 5 programmiert. Das heißt, 5 ist die 1. Das ist irgendein Problem mit der Codierung. Weil die Codierung schon so alt ist, habe ich nachgelesen. Das heißt, das war die erste und dann hat er nach der Reihe natürlich erkannt, dass er eben mehrere Weichen hat. Und ich habe einfach so lange das umgesteckt, bis das dann gepasst hat, mit der App übereingepasst hat, so wie ich das gezeichnet habe. Also ich habe immer den Stecker rausgezogen und habe dann den Stecker wieder reingegeben. Und wenn er das gemacht hat, was ich haben wollte, dann habe ich das gelassen. Das heißt, ihr seht jetzt da diese Weiche da, und ihr hört da, wie sie geht. Und jetzt zeige ich euch das direkt an der Weiche. Das ist die Weiche. Wenn ich da jetzt draufklicke mit dem Finger, könnt ihr sehen, funktioniert sie einwandfrei. Je nachdem, wie ich sie erwische. Jetzt da, weil ich dorthin schaue, ist ein bisschen schwierig. Aber so könnt ihr die Weiche schalten. Ich zeige das noch mit einer anderen Weiche. Zum Beispiel die Weiche ist jetzt gerade gestellt. Und jetzt da kurvig. Das war eben diese Weiche. Das ist gar nicht so schwer. Das macht das Gerät fast von alleine, die Software von alleine. Also ihr braucht da keine Angst haben, könnt euch da drüber trauen. Also ich habe es einfach dann mit Umstecken so weit gebracht, dass ich das in der Reihenfolge hatte, wie ich das haben wollte. Noch ein kleines Fahrvideo von der Alpenländischen. Da es digital ist, kann die andere auf der ersten Spur ruhig stehen. Und die zweite fährt auf der zweiten Spur vorbei. Wenn man schnell genug mit dem Schalten ist, das muss ich aber erst üben, kann man beide fahren lassen, dass halt immer die eine da drin ist und wartet, bis die andere wieder vorbei ist. Und dann kann sie schon wieder losfahren. Da ich jetzt länger nicht gefahren bin, hat es ein bisschen eine Kontaktprobleme gegeben. Deswegen habe ich schnell mit einem ganz einem feinen Schleifpapier noch einmal die Gleise geschnitten. Aber wie ihr seht, gibt es jetzt keine Probleme mehr. Die Lok fährt recht gut. Die Dampflok kann ich noch nicht zeigen, weil die hat noch ein Problem. Da muss ich noch was schauen, wo das Problem liegt und das eben noch passt, reparieren. Dann können wir mit der anfangen. Ihr seht auch da, es ist halt mein Plan, auch in Zukunft noch zwei Loks auf jeden Fall, die ich vom Kleinbahn habe, mit diesem einem solchen Decoder auszustatten. Aber da muss ich mich noch ganz schlau machen, weil da sind jede Menge Kabeln, wo was hinkommt, damit eben dann auch zwei Züge, die ich von der Kleinbahn habe, dann auch eigentlich digital hier über diese Bahn fahren können. Ja. So schaut es dabei aus. Ich habe gezeigt euch, wie das geht mit den Weichenstellungen. Ich hoffe, es ist eine Hilfe. Sonst schreibt unten in die Kommentare, wenn es nicht funktioniert. Dann werde ich wirklich alles nochmal löschen und noch einmal machen, damit ihr dann auch Schritt für Schritt das mitbekommt, wie ich das gemacht habe.